Und damit begrüße ich euch zurück zum Giro d'Italia 2020. Unser Ersatz-Giro Nibali wieder mit der Plus-1-Tagesform. Heute sollten wir das rosa Trikot aber auch nicht verlieren. Nach unseren zwei Etappensiegen auf den letzten beiden Etappen ist das schon mal ziemlich gut. Moschetti hat heute die Plus-3. Vielleicht können wir im Sprint hier auch nochmal was machen. Kommt drauf an, wie schnell das Tempo hier am Berg der zweiten Kategorie ist. 14 Kilometer lang, 5% steil. Tempo wird nicht wirklich enorm sein. Richtung Bergtrikot könnte man natürlich Brambilla mal vorne reinschicken. Mal schauen, ob das funktioniert. Gut, machen wir mal so. Dann müssen wir den Rest aber auch einmal nach vorne schicken. Da gehen jetzt nämlich vorne schon Ausreißergruppen weg. Dann machen wir die Teamtaktik noch schnell. Schauen, dass wir Brambilla dann vorne noch platzieren. Was haben wir denn Schönes? Ciccone kümmert sich mal um Mollema. Bisschen Energie zu sparen. Elissonde für Nibali. Und Brambilla ist jetzt hier vorne angekommen. Und wir versuchen auszureißen. Dann müssen wir nämlich auch keine Nachführarbeit im Hauptfeld machen. Wer kommt mit? Masnada, Janse van Rensburg versucht es. Und Filosi. Cataldo, Cimolai. Jetzt haben einige Teams so ein bisschen Strafarbeit anscheinend. Wer bislang noch nicht viel gerissen hat, der schickt jetzt dort seine Fahrer rein. Wen haben wir da sonst vorne? Simon Geschke, Betancourt, Fortunato, der heute sein Glück in der Ausreißergruppe versucht. Geiler Witz. Mensch, Felix Gossado, auch noch auch der glückliche Fortunato. Felix Fortunato, das wäre einfach ein Name. So würde ich mich nennen, wenn ich Radsportler wäre. So, Filosi, Nancy Filosi. Und hier hinten wird erstmal gar nicht gefahren. Aber wie gesagt, das kann uns egal sein. Die Abstände sind groß genug. Vorne haben wir Brambilla, immer noch in der Gruppe mit Masnada. Und jetzt fährt das Ganze auch zusammen und wir können ein bisschen Tempo rausnehmen. Oder auch nicht. Müsste eigentlich jetzt sein, oder? Da haben wir mal einen 60er Wert, das müsste doch passen. Indem ich jetzt in München wohne, mache ich einfach mal einen 60er Wert. Die meisten in der Stadt sind eh 60er Fans, nicht unbedingt Bayern Fans. So, Dani Sahne von Dainese. Macht hinten Tempo und dann, wie gesagt, der sehr erfolgreiche Giro d'Italia für uns geht weiter. Wir sind mit Vincenzo Nibali im rosa Trikot, haben momentan die anderen Top-Favoriten ganz gut im Griff. Man sieht jetzt auch Primož Roglič, ganz klar Kapitän für Jumbo-Visma. Julia Alaphilippe bei De König Quickstep ist jetzt auch nicht so überraschend. Rigoberto Urán hat schon beim Prolog gezeigt, dass er stark drauf ist. Seine Werte sind allerdings nicht gut genug. Astana auf der letzten Etappe unglaublich viel gearbeitet. Miguel Angel Lopez dann auch die Attacke oben reingesetzt, die finale Attacke, wo wir uns ja einfach nur hinten dran gehängt haben. Haben dann nochmal einen kurzen Gegenangriff gesetzt und konnten uns dann tatsächlich im Ziel noch einen kleinen Vorsprung rausfahren auf Roglic. Thibaut Pinot auf der 6, Rafael Majka auf der 7, damit auch eher Kapitän für Bora Hansgrohe. Wir haben noch Bauke Mollema in den Top 10, momentan auf Platz 8, natürlich trotzdem eher Helfer. Als dass er da wirklich auf Gesamtklassement fährt. Dann der junge Tadej Pogacar, der momentan in der Nachwuchsfahrerwertung vorne ist, die hier unten gar nicht angezeigt wird, wenn ich das richtig sehe. Oder? Wenn wir mal zu Tadej Pogacar zurückgehen. Ja, hätte vielleicht auch draufdrücken sollen, das wäre wahrscheinlich noch sinnvoller gewesen. Jetzt wird es angezeigt. Also er ist in der Nachwuchsfahrerwertung momentan auf Platz 1. Jaron Thomas auf Platz 10 mit rund 2 Minuten Rückstand und Egan Bernal auch schon mit fast 2 Minuten. Also Team Ineos ist momentan noch nicht so drin, nicht so Team Drinius, wie man es vielleicht erwartet hätte. Damiano Caruso beim Heimspiel auch wieder stark. Und dann haben wir hier Patrick Konrad auf der 16 mit 2,43 Rückstand schon. Und wir suchen uns mal den Titelverteidiger Richard Carapaz, 3 Minuten 21, aber auch er ist sicherlich nicht der Kapitän. Dann suchen wir mal Emanuel Buchmann, der momentan nur auf der 31 ist. Das ist sehr schade. Hätte ich gerne noch ein bisschen weiter vorne mit dabei gehabt. Dann haben wir da einen kleinen Überblick gemacht. Sehen, die Sonne steht hinter dem Hauptfeld. Da ist Daniel Oss und Valer, die da vorne Tempo machen. Wir gehen wieder vor in die Ausreißergruppe. Sehen noch 5 Kilometer bis zur Sprintwertung. Die kann uns ziemlich egal sein. Brambilla hält da vorne so ein bisschen mit rein, aber nicht viel. Wir versuchen am Berg der zweiten Kategorie vielleicht wieder ein paar Bergpunkte zu sammeln. Sprintpunkte wäre auch schwierig dort oben. Also, schöner Giro d'Italia. Ich finde, dass hier so viele Topfahrer dabei sind, macht es auch nochmal spannender. Und dass wir mit Vincenzo Nibali da uns momentan absetzen können,
ist schön, aber vielleicht kommen die anderen Fahrer auch erst noch richtig gut in Fahrt und dann werden wir wahrscheinlich in der dritten Woche unsere Probleme bekommen. Aber wir nehmen auch das rosa Trikot super gerne mit durch die nächsten Tage. Da habe ich gar kein Problem mit. Und Roglic scheint so der größte Konkurrent zu sein. Es wird noch Zeitfahren geben, wo Roglic natürlich auch nochmal ein kleines bisschen stärker ist als wir. Der Sieger der Vuelta 2019, Primož Roglič. Die Skisprung-Vergangenheit müssen wir nicht erwähnen. Ich weiß, es wird immer wieder gerne gemacht, weil das natürlich auch eine leichte Überschrift ist. Aber es ist auch ein bisschen langweilig, immer darüber zu reden, dass Roglič mal Skispringer war. Irgendwann ist es auch mal gut. Bastian Schweinsteiger war auch mal Skifahrer in der Jugend. Spannend, spannend. So, jetzt holen alle hier ein Wasser. Das ist für mich das Zeichen, auch mal Wasser zu holen. Kann es immer nur wiederholen. Ich spiele momentan sehr, sehr, sehr viel Pro-Cyclist-Modus und da habe ich magischerweise immer einfach Wasser. Weiß auch nicht, wie das kommt. Das ist wie zu Hause, da ist immer aufgeräumt, ohne dass ich irgendwas mache. Das muss Zauberei sein. Nein, das klingt jetzt so, als würde ich zu Hause nie aufräumen. Das stimmt gar nicht. Wir machen das hier bei uns sehr, sehr gut verteilt. Da macht jeder mal was und wenn der eine mal ein bisschen mehr macht, weil dem anderen es gerade nicht gut geht, dann wird nicht gemeckert. Also, hier kann man sich wohlfühlen. Hier ist schön. Trotzdem dürft ihr nicht vorbeikommen. Ganz einfach. Harte Regeln. So, wir schlängeln uns jetzt in den Berg der zweiten Kategorie rein. Hier hat auf jeden Fall ein wunderbarer Architekt das Ganze sehr sportlich gemeint. Ja, wenn wir da jetzt mal so runterschauen, wenn ich mal den Kopf hebe, man sieht leider nichts. Wir schauen mal nach hinten, weil das Tempo hier doch etwas höher geworden ist. Vincenzo Nibali hinter Elizonde. Mein neues Lieblingsteam, Tracksegger Fredo, habe ich fast so lieb wie Bike Aid inzwischen, was in meinem Pro Cyclist Let's Play meine Numero Uno ist. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen vom Gas gehen, sonst fahren wir die Gruppe auch platt. Ich denke, so eine große Gruppe, 11 Fahrer, vor allem der Vorteil ist, es wird gleich viel Abfahrt geben. Und in der Abfahrt kann das Hauptfeld nie so viel gut machen auf so eine große Gruppe, wie es vielleicht dann in der Ebene wäre und oder am Berg. Außer natürlich, man hat einen richtig guten Bergfahrer. So, noch 6 Kilometer bis oben hin. Die Bergpunkte holen wir uns natürlich sehr gerne, wenn wir es schaffen. Brambilla ist ja ein passabler Hügelfahrer. Aber jetzt wird das Tempo dann doch sehr, sehr hoch vorne. Wer macht denn da so ein hohes Tempo? Simon Geschke natürlich. Dann Flores, der nochmal stärker ist. Cimola ist dabei. Filosi. Nancy Filosi. Ne, es sind noch keine Attacken, aber wir fahren mal ein kleines Stück vielleicht weiter vor. 4,5 Kilometer, Vincenzo Nibali, Puls 150. Easy, gar kein Problem. Lotto Soudal macht hinten Tempo. Natürlich wieder für den Sprint. Jetzt, ne, nur angetäuscht. So, noch 2,8 Kilometer. Na! Blöder NTT-Mann. Der NTT. YTT. Hupsala. Na komm schon, fahr da vorne wieder hin. Und jetzt wird es schwer für Brambilla da mitzuhalten. Er ist jetzt noch bei den Top 5 dabei. Aber jetzt kommt hier auch die Attacke. Da nochmal dran zu bleiben wird schwer. Okay. Ja, da sind wir, ja, wie schon erwartet. Flores ist dann doch ein bisschen blumiger unterwegs als wir. Nancy Filosi. Und dann werden wir Zweiter bei der Bergwertung. Mal schauen, da müssen wir gar nicht mehr so schnell fahren. Ich denke mal, die werden hinten wieder rankommen. Janse van Rensburg, Masnada, da hängen wir uns jetzt mit dran in der Abfahrt und können dann vielleicht auch wieder ein bisschen regenerieren. So, Bergwertung, vorläufig Brambilla, dann quasi Best of the Rest hinter Roglic und Nibali. Das wird dann eher bei den bergigen Etappen vielleicht nochmal ganz interessant werden, dass wir mit Brambilla da ein paar Punkte holen können. Wir sind nicht der stärkste Bergfahrer in diesen Ausreißergruppen, die jetzt auch schon sehr auseinandergefallen ist. Boisson Hagen ist da raus und da kommt auch das Hauptfeld, angeführt von Sunweb, von dem wir noch nicht so viel gesehen haben. Nicholas Roach macht die Nachführarbeit. Weiß nicht, ob Michael Matthews sich heute fit fühlt, aber 163 Fahrer sind hier noch dabei, wenn wir mal an das Ende des Feldes gehen, dann sehen wir, dass da keine große Lücke entstanden ist. Also die Sprinter sind alle mit rübergekommen.
Da hat auch kein Team jetzt das größte aller Tempos gemacht. Rick Zabel hat einen kleinen Rückstand. Mark Cavendish ist leider wieder abgehängt. Dainese ist raus. Das ist natürlich schade für Sunweb, die jetzt vorne Tempo machen und den eigenen Mann so ein bisschen platt fahren. Und natürlich wieder Team Bardiani, die sehr, sehr schwach sind. Zu dritt wieder abgehängt. Ich weiß nicht, ob da ein Sturz dabei war. Pissot, na klar, das ist natürlich ihr bester Sprinter mit Benfato und Pelucchi, die da aber überhaupt nicht über den Hügel rübergekommen sind. So, jetzt sind wir, achso, Entschuldigung, wir sind ja hier schon wieder zu viert. Und wenn man zu viert ist, dann packt man die Karten aus und spielt ein bisschen bei Tempo 50. Hinten im Hauptfeld, Bora Hansgrohe, Peter Sagan haben wir auch noch nicht viel gesehen, fällt mir so auf. Es gibt so viele Topfahrer, da können natürlich nicht alle in Spitzenform sein, aber bislang gab es da relativ wenig zu sehen. Mal schauen, ob es schon Ausfälle gab. Ich glaube aber bislang eigentlich nicht. An der gesamte. Na komm. Alter. Deswegen spiele ich keinen Shooter, weil ich einfach nichts treffe. So, natürlich auch nur 124 Kilometer lang. Es sind nur noch 33 Kilometer bis ins Ziel. Moschetti ist aber gut über den Hügel gekommen. Hat aber keinen Helfer an der Seite mehr. Mal schauen, Richie Port kümmert sich mal um ihn. Dann schicken wir Eck nochmal ein Wasser holen, der heute ganz gut drauf ist, auch guter Berg- und Hügelfahrer. Und vorne Brambilla ist noch in E1. Wie groß ist der Vorsprung? 3 Minuten bei 30 Kilometer. Warum nicht? Also, wenn wir hier zusammenarbeiten, dann könnte das funktionieren. Wird natürlich schwer. Boah, Konkurrenz ist gut. Alle guten Beschleunigungswert, keine klassischen guten Sprinter. Aber das könnte dann doch eng werden. Und wenn sich jetzt hinten im Feld noch jemand findet, wenn die zweite Gruppe nochmal dazu stößt, könnte man die Arbeit besser verteilen. Hier macht keiner groß was. Jetzt machen die Emirates mal ein kleines bisschen Nachführarbeit. Haben die eigentlich einen vorne dabei? Nee, haben sie nicht. Also wäre schon sinnvoll. Aber vielleicht fühlen sich die anderen Sprinter auch nicht ganz so stark. Astana hat jetzt übernommen. Wie gesagt, wir machen nichts. Wir holen uns aber mal ein Wasser. Nibali ist in guter Position. Wir behalten unser Trikot. Sprintwertung kommt gleich. Deswegen schauen wir mal nicht, dass da jetzt eine Lücke reißt, falls da einer aus Versehen mal den Motor, den Cancellara-Motor anschmeißt. Nach Milazzo. Das Energielevel ist auch noch ziemlich gut eigentlich bei Brambilla. Hat einen sehr, sehr starken Ausdauerwert. Natürlich auch ein sehr erfahrener Fahrer. Jetzt machen aber nur noch Flores und Brambilla Tempo. Das könnte natürlich dann doch schwieriger werden. Aber der Vorsprung ist jetzt auf 3,45 gewachsen. Diese Gruppe wird definitiv ankommen. Das wird ein schöner Sprint werden. So, Flores hat jetzt keine Lust mehr. Oder zumindest kurzfristig keine Lust. Wasser haben wir. Und jetzt sind hier aber 8 Fahrer wieder zusammen. Jetzt wird es nochmal enger. Aber die haben natürlich viel Energie verballert, um hier was zu machen. 4 Minuten 24. Hinten wird gar nicht gefahren. Jetzt macht Cameron Meyer, glaube ich, der australische Meister, ein bisschen Nachführarbeit. Für Mitchelton Scott. Chavez ist mit dabei. Daryl Impey. Wir versuchen hier einfach nur gut durchzukommen. Dann wird Moschetti auch heute mal hier nicht mitsprinten, weil ich mich jetzt vorne auch auf Brambilla konzentrieren muss. Falls hier nochmal Attacken kommen. 13 Kilometer, leicht ansteigend. Es sind einige Fahrer dabei, die platt sind. 4 Minuten nach wie vor der Vorsprung. 12 Kilometer noch bis ins Ziel. Wir machen nochmal ein kleines bisschen Führungsarbeit. Jetzt sind es aber nur noch Flores und Brambilla, die ein bisschen was können. Die anderen können sich natürlich jetzt alle erholen und wir haben auch Janse van Rensburg dabei. Der ist im Sprint stärker. Mal schauen, wo reihen wir uns jetzt ein. Wir müssen vielleicht nochmal eine Attacke setzen. In dem Moment, wo vielleicht Tempo raus ist. So, Movistar ist vorne. Ich mache nochmal kurz Pause und schaue, was Moschetti so macht. Da können wir dann vielleicht auch nochmal zurückgehen, aber hier hinten wurde jetzt schon aufgegeben. Hier rausnehme, die anderen fahren weiter. Okay, war nur ein Versuch, ob die anderen dann sagen, nee, will ich nicht mehr.
kommen die anderen nochmal ran. Können noch ein bisschen regenerieren. Immer Energie geben. Boah, jetzt haut er da aber nochmal rein. Okay, es wird auf jeden Fall Brambilla oder Betancourt. Oder kommen die nochmal ran? Jetzt hat Betancourt ein bisschen rausgenommen. Kommen die hinten nochmal ran? Man weiß es nicht, man munkelt es nur. Wir müssen viel Energie aufwenden. Was macht Betancourt? Wir gehen raus und sprinten gegen Betancourt. Es müsste... Oh, das wird schwer. Betancourt ist platt. Brambilla gewinnt. Yes! Nächster Etappensieg für Drecksäger Fredo. Puh. Wieder ein bisschen die Pumpe gegangen. So, hier auch ein bisschen Energiegel nehmen. Nibali fährt eh schon vorne. Kann einfach mal alles geben, was er hat. Okay, ja, das ist ein bisschen viel. Ja. Okay. Eigentlich wollte ich das gar nicht so richtig. Moschetti sprintet einfach mal. So, was haben wir hier jetzt alles Schönes? Nibali haut ordentlich rein. Wird jetzt aber keine Zeitabstände geben nach hinten, oder? Das wird alles als Hauptfeld gewertet. Eigentlich wollte ich ihn jetzt nur in Position bringen, dass er da schön gewertet wird. Kriegt auf jeden Fall nochmal ein paar Sprinterpunkte, glaube ich, sogar im Ziel. Also Brambilla gewinnt. Finde ich sehr, sehr interessantes Finale. Wir haben nochmal die Attacke gesetzt, dann am Hinterrad gelutscht. Und dann einfach ein bisschen auch drauf angelegt, dass die vielleicht nochmal ranfahren. Aber wir wussten ja auch, dass Geschke und Co., die vier Fahrer, die dann nochmal dazu kamen zu unserer Spitzengruppe, eigentlich keine Kraft mehr hatten. Von daher konnten wir uns das ein bisschen leisten, das Risiko, weil selbst wenn die nochmal rangefahren wären, dann hätten wir einfach nochmal eine Gegenattacke gesetzt und wären im Sprint wahrscheinlich trotzdem noch der mit fast der meisten Energie gewesen. Flores hat, glaube ich, am Berg ein bisschen viel Energie verbraten. Da war es dann ein bisschen schwierig. Also dritter Etappensieg in Folge für Drecksäger Fredo. Gianluca Brambilla ein bisschen schüchtern, winkt da einfach mal ins Publikum, gewinnt dann gegen Carlos Alberto Betancourt den Sprint. Eduardo Flores, der die Bergwertung für sich entschieden hat, da aber wahrscheinlich zu viel Energie verballert. Caleb Yoon gewinnt den Hauptsprint vor Michael Matthews, der dann auch mal zeigt, dass er stark ist. Gesamtwertung ist Eduardo Flores jetzt vorne. Jetzt bin ich kurz erschrocken. Ist aber nicht schlimm, dass wir das rosa Trikot jetzt mal kurz verloren haben. Das wird er nicht halten können. Den hatte ich, ich habe nicht auf die Abstände geschaut. Dann hätten wir vielleicht doch ein bisschen schneller fahren sollen. Ist nicht schlimm. Ist nur vorübergehend, dass wir das rosa Trikot verloren haben. Das holen wir uns wieder. Bergwertungstrikot haben wir trotzdem noch, Punktewertungstrikot haben wir und Nachwuchsfahrerwertung ist auch Miguel Eduardo Flores jetzt vorne. Wird er nicht behalten können, aber trotzdem, damit habe ich jetzt gerade überhaupt gar nicht gerechnet und auch null drauf geachtet. Nach so einer Bergwertung gehe ich immer davon aus, dass die Abstände so groß sind, aber er ist natürlich kein schlechter Bergfahrer, muss man auch dazu sagen. So, trotzdem, lassen wir nicht überschatten. Etappensieg für Brambilla. Rosa Trikot wird natürlich dann das ein anderes Team versuchen zu verteidigen. Das Team Androni, den gönne ich das auch, ganz ehrlich. Das ist wieder eines der drei Wildcard-Teams. Den gönne ich das mehr als nur ein bisschen. Die dürfen das gerne mal einen Tag tragen. Aber dafür holen wir es uns hoffentlich morgen wieder. Ich hoffe nicht, dass uns ein anderer dann das rosa Trikot wegschnappt. Roglic zum Beispiel wäre eine Variante. Wir haben bald die erste Woche des Giro d'Italias schon geschafft. Von Mileto nach Camigliatello, Silano geht es dann auf der 7. Etappe. Schönes Profil, schöner Berg der ersten Kategorie. Werfen wir nochmal einen Blick drauf. Im Schnitt 6,8% steil, 19 Kilometer lang. 182 Kilometer die Etappe, dann auch ein bisschen länger als die Tage davor. Geht wahrscheinlich am Berg der zweiten Kategorie schon so, dass die ersten Helfer rausfallen, würde ich mal sagen. Also Moschetti... sicherlich Niklas Eck wird da auch schon seine Probleme haben. Die meisten sollten wir aber mit rübernehmen können. Weiterhin 91% Fitness, es geht nicht wirklich nach oben. Ist natürlich nicht so gut für die Tagesform, dass wir jetzt das rosa Trikot verloren haben. Trotzdem hat er da noch den Einfluss, es steht immer noch unter dem Einfluss der positiven Gesamtwertung natürlich nur. Und was schön ist, es gibt noch eine Abfahrt. 7 Kilometer Abfahrt ins Ziel. Nibali, der hat gar keine Bremsen an seinem Fahrrad, also... Der zieht das einfach gnadenlos durch. Der fährt auch nicht die Serpentinen irgendwie schön runter, sondern der fährt gerade den Berg runter. Das macht dem alles gar nichts aus. Roglic aber auch nicht. Der macht einfach eine Telemark-Landung ins Ziel. Und dann schauen wir einfach mal, wer in der nächsten Etappe dann schneller unten ist. Entweder der Skispringer oder der perfekte alpine Abfahrer. Bis dann.